Fotos hier bei uns bei Boxen im Ersten. Die letzte Runde in diesem Kampf, bei dem Arthur Abraham gerne eher fertig geworden wäre. Das hat bisher nicht geklappt. Und das liegt an dem großen Kämpferherz von Elvin Ayala. Und sicherlich auch daran, dass Arthur Abraham vielleicht nicht ganz die richtige Einstellung gefunden hat. Jetzt deutet er an, dass der Gegner stiften geht. Muss sich natürlich wieder zum Kampf stellen und das tut er jetzt. Neue Internetseite bei arthur-abraham.de. Gibt es eine Membercard mit den wichtigsten Szenen aus seiner Karriere für alle die sich dort einloggen und das erwerben wollen. Ich glaube, Szenen dieses Kampfes werden nicht unbedingt darauf zu finden sein. Da gibt es schönere Gefechte. Ausrutscher von Elvin Ayala. Alles okay. Keine Schlagwirkung. ...1:30 noch, um aus einem Punktsieg einen K.O.-Sieg zu machen. Wenn das überhaupt noch das Ziel von Arthur Abraham ist. Wahrscheinlich ist er am Ende einfach froh, dass dieser Kampf vorbei ist. Den er, wenn es so jetzt weitergeht, sicher gewinnt. Vielleicht nicht auf die Art, wie er es sich vorgestellt hat. Der kommt nochmal in der 12. Runde. Also der hat sich wirklich top vorbereitet, das kann man sagen. Da haben wir schon andere gesehen, die auf der Weltrangliste besser postiert waren und die ganz anders ausgesehen haben gegen Arthur Abraham. Nämlich viel schlechter. Ist auch ein Problem für Abraham, dass von den Top 10 der Liste eigentlich gar keiner mehr gegen ihn boxen will. Es hat verschiedene Anfragen des Managements gegeben. Da kommt sie doch noch. Die K.O.-Entscheidung. Aus, vorbei. Tut mir fast ein bisschen leid, meine Damen und Herren. Aber er ist schwer getroffen. Er hat sich so lange gehalten gegen diesen Mann, der hier von seinem Bruder Alexander geschultert wird. Und dann hat es ihn 30 Sekunden vorher doch noch erwischt. Ramirez, der Ringrichter, hat gar nicht mehr gezählt. Weil er sofort gesehen hat, da geht nichts mehr. K.O. in der 12. Runde. Also wenn Sie so wollen, doch noch aus Sicht von Arthur Abraham und sicherlich auch des Publikums ein befriedigendes Ende einer Boxsportveranstaltung. Ein gelungener Kampfabend, zu dem Elvin Ayala das Seine beigetragen hat. Aber am Ende hat König Arthur sein Schwert vernichtend geschwungen. Treffer, den kann keiner überstehen und überleben. Andererseits muss man jetzt auch wieder sagen, irgendwie tut mir Ayala ein bisschen leid. Er war nie in der Situation, dass er den Kampf gewinnen kann, aber er hat gekämpft. Wie ein Löwe. Er hat sich sein Geld hier ganz hart verdient. Und hier kam doch wieder so eine Hand, wenn wir das Ganze noch mal in der Zeitlupe sehen. So kann eigentlich gar keiner mehr schlagen. Dieser Aufwärtshaken mit dieser Kraft, die Zeitlupe von der anderen Seite zeigt deutlich, jetzt, der ist so auf den Punkt drauf. Da kommt eigentlich keiner dran vorbei. Man sieht die Reaktion, der Junge ist wirklich weg.